Hallöchen, es gibt heute die Rache für den März. Das heißt, ich zeige euch die Bücher, die schon viel zu lange bei mir stehen und die ich im März lesen möchte. In dem Fall sind es drei Bücher und sie beginnen mit P oder R. Also der Nachname des Autors beginnt mit einem P oder einem R. Und die zeige ich euch jetzt. Wir starten bei dem Buchstaben R und zwar rückwärts das Alphabet. Das heißt, Marcel Reich-Ranicki steht hier noch meine Geschichte der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein durchaus dicker Schinken. Ich darf mal eben gucken. Da ist noch ziemlich viel hinten dran. Und dann kommen wir irgendwann. So, der Anhang ist geschafft. Bei 500. Ich glaube, es gehört dazu, zum eigentlichen Buch. Ich hoffe es. 547 Seiten. Es wirkt sogar fast noch ein bisschen schwerer und dicker. So, wieso, weshalb steht dieses Buch bei mir? Weil Marcel Reich-Ranicki einfach eine gewisse Ausstrahlung hat, eine gewisse Wichtigkeit, Kompetenz. Und ich habe mir das damals gekauft, als ich noch im Buchhandel gearbeitet habe. Vielleicht ist es nicht jedem bewusst. Ich habe für eine gewisse Zeit, ein gutes halbes Jahr, etwas mehr, im Buchhandel gearbeitet und dabei quasi nicht nur gearbeitet, sondern auch die Ausbildung zur Buchhändlerin begonnen und habe das nicht abgeschlossen. Logischerweise, nach einem halben Jahr ist niemand fertig. Und da habe ich mir aber das Buch gekauft und gedacht, ich möchte noch mehr über die deutsche Literatur wissen. Ja. Die Ausbildung. Ich sage jetzt mal nicht, dass es vielleicht schon über 5 Jahre her ist oder 7, aber das hier ist an der Stelle eben noch ungelesen und ich werde mal reinschauen, ob es mich interessiert. Wenn ich das jetzt gerade richtig überblickt habe, greift Marcel Reich-Ranicki hier verschiedene Bücher, Werke, besondere Werke auf, die er anscheinend auch als wichtig empfindet und bespricht sie quasi. Ich weiß aber nicht, wie viel restlicher Teil noch zwischendrin steckt und ob mir das zusagt. Ich werde mal sehen. Er schaut ja auch nicht so freundlich, ne? Ja, er ist auch noch nicht so begeistert davon. Dann steht hier noch von Sven Regener, Herr Lehmann. Ja, das ist ein Buch, das habe ich quasi ausgeliehen aus der eigenen Bibliothek meiner Eltern. Dementsprechend sollte ich es vielleicht doch irgendwann auch mal lesen oder wieder zurückgeben. Es liegt hier, wie gesagt, schon viel zu lange, ist mit umgezogen. Es ist eigentlich unfassbar. Es geht um Folgendes: Mit einem nüchternen Blick für die tragische Komik des Lebens bewegt sich der Wahlkreuzberger Lehmann durch den Alltag. Jahrelange ausgefuchste Ausweichmanöver und heroische Trägheit haben ihn bisher erfolgreich von den Ansprüchen von Eltern, Vermietern und Frauen verschont. Doch kurz vor seinem 30. Geburtstag im Jahr des Mauerfalls bricht eine unvorhergesehene Störung nach der anderen in seinen geliebten Alltagstrott. Ein kleines Wunder, sagt Helmut Karasek. Ich habe schallend gelacht, ein hochbeachteter Roman, sagt Marcel Reich-Ranicki. Auch irgendwie spannend, dass der jetzt da hinten drauf steht. Man hält den Atem an, man ist verblüfft, man lacht sich schief, sagt die Zeit. Mann, das ist ein Spaß, ein Albtraum, ein Wahnsinn, sagt der Spiegel. Und mehrfach ausgezeichnet. Auch noch Bestseller. Ja, vielleicht wird dem einen oder anderen dieses Buch was sagen. Ich habe es eben noch nicht gelesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht für mich Richtung Erzählart von Michael Bierbeck. Aber keine Ahnung. Falls jemand da mehr Ahnung hat, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin einfach gespannt drauf. Diese, ja, gut 280 Seiten sollten doch zu lesen sein. Zumindest wenn es mich auch packt. Doch, ich bin irgendwie gespannt. Jetzt gerade so der Nachthimmel, der ganz frei von Wolken war, wies in der Ferne über Ost-Berlin schon einen hellen Schimmer auf, als Frank Lehmann, den sie neuerdings nur noch Herr Lehmann nannten, weil sich herumgesprochen hatte, dass er bald 30 Jahre alt werden würde, quer über den Lausitzer Platz nach Hause ging. Auch spannend, dass er Herr Lehmann genannt wird, weil er bald 30 ist. Ja gut. Naja, aber vielleicht kann ich mich reinversetzen, weil ich eben nicht so wahnsinnig viel älter bin. Gut. Vielleicht ist es tatsächlich auch ein Buch, das Anja von den Bookfriends gelesen hat, weil sie ja gern auch so, ja, um den Mauerfall herum und so,
beziehungsweise DDR-Geschichten liest. Wäre mal spannend, ne? Naja, gut. Dann steht hier noch ein Buch, das auch in einem anderen Format von mir auftaucht. Das seht ihr dann irgendwann im März. Auf jeden Fall geht es um Randy Pausch, The Last Lecture. Und zwar ist das das Original, also das englische Originalbuch. Und wow, mehr als 5 Millionen Exemplare verkauft, als Print verkauft. Er war Professor an der Carnegie Mellon und das Ganze ist geschrieben mit Jeffrey Zaslow. Zaslow? You know. Also, genau, das hier hinten drauf, das ist Randy Pausch mit seinen drei Kindern. Vielleicht ein wenig erkennbar, dieser Rough Cut. Ja, also eine ganz besondere Art des Buchschnittes. Nicht farbig, aber eben dieser Rough Cut. Es sind auch Bilder mit drin und es geht quasi um die, ja, Last Lecture. Also die letzte Lesung. Oh Gott, heute ist Erklären nicht so meins. Die letzte Lesung von Randy Pausch, die er gehalten hat. Also seine drei Kinder sind noch klein, als er die Diagnose Krebs im Endstadium bekommt und er hält dann eine Last Lecture und hat sie aber eben auch in Buchform quasi herausgebracht. Er wollte einfach, dass viele Menschen davon erfahren, was ich sehr schön finde, denn er hat ganz, ganz tolle Ansichten auf das Leben und er bringt irgendwie so eine Leichtigkeit mit und so eine Lebensfreude, die ansteckend ist. Und natürlich ist es so, dass man weiß, dass dieser Mensch gestorben ist, mittlerweile schon vor einigen Jahren. Ah ja, genau. Und er hat auch mal für Disney gearbeitet und erzählt darüber. Also es sind so ganz schöne kleine Anekdoten, die da drin stecken, mit immer so einer gewissen Prise Lebensweisheit, die ja, die einen nachdenken lässt, die einen schmunzeln lässt, die einen wieder an das Glück, an die Freude, an die Lebensfreude glauben lässt und einen wieder so richtig im Moment auch leben lässt. Und ich finde es wahnsinnig toll. Ich habe das Buch schon mehrfach gelesen, das heißt, den Inhalt grundsätzlich kenne ich, aber eben das englische Original habe ich noch nicht so gelesen. Und ich glaube aber, es ist so einfach geschrieben, dass ich das gut verstehen kann. Ich habe schließlich auch seine Last Lecture, die konnte man mal, vielleicht kann man sie auch noch auf YouTube komplett angucken. Das heißt, die wurde aufgezeichnet. Und wenn es das noch der Fall ist, dann verlinke ich die euch unten. Und wer möchte, kann sich die einfach mal reinziehen. Es ist natürlich eine gewisse Länge, trotzdem, aber ich finde es sehr, sehr spannend. Und hier in dem Buch ist das Ganze noch ein bisschen ausgeschmückter, weil es einfach ein Buch ist. Also wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie ein Buch funktioniert und wie ein Film funktioniert, in dem Fall natürlich eine Lesung, der versteht, dass das Ganze natürlich unterschiedlich sein darf und auch, ja, beides so seinen Reiz hat natürlich. Ich habe das Ganze auch als Hörbuch schon gehört und wie gesagt, als deutsches Buch schon mehrfach gelesen. Auf Englisch noch nie, deswegen steht es hier. Ich möchte es nämlich endlich auch mal auf Englisch lesen. Ich hoffe, ich komme dazu und es zieht mich nicht zu sehr runter. Andererseits, das Wetter draußen wird ja jetzt besser. Also vielleicht ist es da genau der richtige Zeitpunkt, um es zu lesen. So, genau. Ansonsten, eine normale Last Lecture ist eigentlich eine Lesung, die gehalten wird, um quasi fachspezifisch das Letzte nochmal zu sagen, das Wichtigste nochmal zu sagen. Und Randy Pausch nimmt es aber so ernst, dass er sagt, es ist ja auch seine letzte Lesung in seinem Leben, weil er danach sterben wird. Also es ist keine Lesung, die er am Ende seiner Laufbahn hält als Professor, sondern es ist einfach die allerletzte Lesung, die er je halten kann. Und das ist so schön. Und es ist auch so nett, weil man so ein bisschen in die Beziehungen in die Familienstruktur mit reingenommen wird von ihm, zumindest beim deutschen Exemplar. Und ja, with thanks to my parents who allowed me to dream and with hopes for the dreams my children will have. Er sagt quasi ja auch, dass er so Stück für Stück alle seine Kindheitsträume wahrgemacht hat und das finde ich so schön. Ach Gott, ich möchte direkt anfangen. Ich möchte direkt anfangen, es zu lesen. Ein gutes Zeichen für dieses Buch. Wer sich jetzt fragt, was passiert denn eigentlich mit den ganzen Büchern und schaffst du sie wirklich immer zu lesen, der sollte einfach mal bei meinen Gelesen-Videos vorbeischauen. Oben auf dem i
Da findet ihr alle gelesen Videos, die es bisher gibt. Das heißt im Jahr 2022. Und ihr seht dort auch, ob ich denn alles geschafft habe, was ich hier so zeige. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Ich schaffe nicht immer alles, aber wer hätte das auch gedacht? Vergangenheits-Anja vielleicht, aber ich natürlich jetzt hier gerade in dieser Zukunft nicht, dieser Gegenwart. Trotzdem ist es für mich eine spannende Sache, drauf zu schauen, welche Bücher sind wirklich schon so unfassbar lange bei mir und welche möchte ich jetzt endlich mal lesen oder zumindest mich ernsthaft damit auseinandersetzen. Das heißt, ein Resümee darüber, ob ich die gezeigten Bücher auch geschafft habe, findet ihr immer im Lesemonat meine gelesen Videos und dann hoffe ich, schaut ihr da einfach mal vorbei und seht, habe ich tatsächlich das gelesen, was ich vorhatte. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Freude gehabt, vielleicht neue Bücher entdeckt, euch gedacht, wer kauft sich denn bitte so einen dicken Schinken von Marcel Reich-Ranicki? Mit einem auch nicht so freundlich guckenden Marcel Reich-Ranicki vorne drauf. Aber gut, es ist die ganz persönliche Geschichte der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, lest ein gutes Buch und bleibt gesund. Tschüss!